Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir 7 plus einen Grund verraten, warum sich ein Einstieg im Energievertrieb ja für dich lohnt. Der erste Punkt ist der Markt. Ja, der Markt ist riesig. Ja, wir haben in Deutschland circa 70 Millionen Strom- und Gaszähler. Und wenn man den Statistiken glauben darf, dann zahlen circa 85% davon zu viel. Das heißt, es sind rund 60 Millionen Zählern mit Kunden, die dahinter stecken, die ja an einem Wechsel interessiert sein können. Ja, und da ist jetzt einfach die Frage, wie viele Märkte kennst du, ja, die dir dieses oder die dir das bieten, ja, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, weil Strom, Gas, das sind Dinge, die nutzt jeder schon tagtäglich, ja. Das heißt, der Bedarf ist da auch tatsächlich da, weil es ja auch schon tagtäglich genutzt wird und man muss die Leute nicht erst ja von einem Bedarf überzeugen. Der zweite Punkt ist dann sicherlich auch das Thema Energiepreise. Und zwar, wenn du mal so die letzten 10, 20 Jahre zurückschaust, dann wirst du feststellen, dass wir in diesen 10, 20 Jahren immer stetig steigende Energiepreise hatten und das wird in Zukunft ja auch so weitergehen, Stichwort Atomausstieg etc. Das heißt, ja, wir sind in, oder du bist, wenn du im Energiebereich einsteigst, in einem Markt, in dem du von steigenden Preisen ausgehen kannst, was für dich natürlich auch ein steigendes Einkommen dann zur Folge hat. Und wie gesagt, Energie nutzt jeder. Wir haben eine Win-Win-Situation, das ist der dritte Punkt. Und zwar normalerweise kommt ein Verkäufer zum Kunden und muss ihn erstmal von einem Bedarf überzeugen und muss ihn davon überzeugen, dass er erstmal Geld in ein Produkt investiert. Hier ist es so, der Bedarf ist bereits da, die Kunden nutzen das Produkt, ja, und du bringst im Prinzip eine Einsparung. Das heißt, die Menschen profitieren enorm durch die Einsparung von dir, ja, und du profitierst davon, dass du ihnen das gezeigt hast, weil du dann dadurch auch Provisionen erhältst. Der vierte Punkt ist definitiv keine Einstiegskosten. Du hast keine Einstiegskosten zu Beginn. Du kannst einfach starten, loslegen, Geld verdienen. Natürlich mit den entsprechenden Aktivitäten, ganz klar, dem eigenen Fleiß, dem Willen vorausgesetzt. Aber von den Kosten her hast du keine Hürden. Du kannst sofort beginnen und kannst loslegen. Der fünfte Punkt ist, vor Ort hast du natürlich einen viel leichteren Vertrauensaufbau, weil du zu den Menschen ja, ich sag mal, kein Geld wegnimmst, sondern du bringst ihnen eine Ersparnis und das ist natürlich dann deutlich ja, leichter Vertrauen aufzubauen, wie wenn du den Kunden erstmal von einem größeren Investment zum Beispiel überzeugen musst. Der nächste Punkt, warum es sich lohnt, ist hohe Provisionen. Ich relativiere es, hoher Verdienst pro Kontakt. Und zwar möchte ich dir dazu mal kurz Zahlen aus unserem Team zeigen. Und zwar, wir generieren im Schnitt, wenn wir 10 Menschen anrufen, circa 7 Termine. Davon werden 6 Aufträge und es sind im Schnitt dann so 4 Kunden, weil ein Kunde hat ja mal nur Strom, ein anderer Kunde hat Strom und Gas, ja. Manche haben auch dann noch vielleicht eine Wohnung, wo dann auch nochmal Gas oder so hinterlegt ist oder ein Haus, wie auch immer. Und daher kommen diese Zahlen zustande. Und pro 10 ja, Namen, die wir quasi auf unserer Namensliste haben, generieren wir ca. 525 Euro Provision. Das heißt, jeder Name, den du oder jeden Anruf, den du tätigst, der ist im Schnitt 50 Euro wert, ja, und das ist natürlich richtig, richtig gut, ja, weil bei anderen Produkten hast du natürlich vielleicht eine höhere Abschlussprovision, aber dafür musst du natürlich viel, viel mehr Menschen auch erreichen und mehr Menschen kontaktieren, bis du dann letzten Endes einen Kunden hast. Das heißt, du hast hier einen sehr, sehr hohen Durchfluss, einen sehr, sehr hohen Durchlauf und einen hohen Verdienst pro Kontakt, ja, also nicht pro Kunde, sondern pro Kontakt. Ein weiterer Punkt sind die Folgeprovisionen. Es gibt viele Tarife, die Folgeprovision beinhalten. Das heißt, du kannst dir auch hier ohne Team, ja, also bei uns ist es so, du kannst dir zum einen ein Team aufbauen, kannst aber auch alleine arbeiten. Und wenn du dich entscheidest, alleine zu arbeiten, dann kannst du aber auch hier ja, dir durch
die Verträge eine Folgeprovision aufbauen und kannst dir so eine zusätzliche Rente dann eben halt auch generieren. Und dann der Bonuspunkt ist ja bei uns die Unterstützung. Bei uns ist es so, du hast Zugang zu und zum Team. Das heißt, wenn du dort Fragen hast, dann bekommst du relativ schnell auch Antworten. Wir unterstützen dich, indem wir, ja, es gibt hohe Provisionen, du hast einen Ansprechpartner, ja, wie bereits gesagt, du hast Zugang zum Team, zur Community, zu Schulungen. Natürlich gibt es auch Wettbewerbe, wir haben einen eigenen Tarifrechner, eine eigene App, wo du paperless ja sogar arbeiten kannst und deine Kunden vor Ort über Tablet, über Smartphone unterschreiben lassen kannst und das Ganze läuft dann im Prinzip völlig papierlos ab. Du hast ein professionelles Backoffice. Also alles, was ein richtig modernes Unternehmen ausmacht, wird geboten. Und ja, und es liegt jetzt einfach allein an dir, für dich zu entscheiden, ob du ja einsteigst, ob du im Energievertrieb durchstartest oder nicht. Wenn du Fragen hast, nutze gerne die Kommentarfunktion, komm auf mich zu. Abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Ich freue mich auch über einen Daumen hoch oder wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst. Solltest du an einer Zusammenarbeit interessiert sein, findest du auch unterhalb des Videos in der Textbeschreibung die Links zu weiteren Informationen, auch darüber, wie du ja mit mir zusammenarbeiten kannst. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.